Herzlich willkommen, lieber Widder. Ich möchte für dich schon mal schauen, was dein nächster Monat, der Mai, energetisch schon bereithält, was wir da mit den Karten schon sehen können. Ich lege diesmal für dich das keltische Kreuz und wir schauen mal, was da so auf dich zukommen könnte. Ich möchte einmal kurz vorweg sagen, ich sehe nur die Energien, ich sehe keine konkreten Ereignisse. Ich weiß nicht, um welchen Lebensbereich sich das handelt. Ich kann spekulieren, aber bitte nehmt es als das, was es ist, Spekulationen. Und wenn ich Beispiele finde, werden die natürlich nicht eins zu eins auf dich so zutreffen. Okay, bei dir drehen sich viele Karten in der Hand um. Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen konnte aus der Kameraperspektive. Okay, wir haben auch bei dir hier wieder eine zu viel. Ich lege sie da mal so hin. Dann ist bei der entfernten Zukunft sind es eben zwei Karten. So, lieber Widder, wir schauen jetzt einmal auf dein Thema. Und da haben wir König der Kelche und die acht Münzen. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, du kümmerst dich hier oder dich treibt ein Mensch um, dem du sehr vertraut bist oder dem deine Gefühle irgendwie gehören. König der Kelche ist in der Regel ein Herzensmensch. Das ist ein Mann oder eine Frau. Ne? Das sind Personenkarten, keine geschlechtsspezifischen Karten. Auch Person, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt, kann hier gemeint sein. Ne? Hier geht es aber generell um eine Person, die einfach von deinen Gefühlen umspült wird und da sehr von profitiert, dass du denjenigen magst. Ne? Wie gesagt, es kann dein Herzensmensch sein, das kann dein Liebster, deine Liebste sein. Ne? Und hier haben wir eine Arbeitskarte. Hier wird viel gemacht, viel Fleiß rein investiert, viel Arbeit, viel Mühe, vielleicht auch wahnsinnig viele Gespräche. Münzen können immer auch für Gespräche stehen. Ne? Also jemand, mit dem du dich schon sehr stark beschäftigst und bei dem du um den du immer so ein bisschen rumkreiselst, ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon zusammen seid oder du daran arbeitest, dass ihr zusammen seid, aber gleichzeitig beim König der Kelche muss ich auch mal sagen, dass den zeigt häufig ein Mensch an, der selber nicht aus den Puschen kommt. Er ist ein sehr passiver König. Er lässt sich beguschen, bezirzen, betören, aber von ihm selber kommt sehr wenig. Oder nicht so viel, wie man sich erhofft. Im Bewusstsein haben wir hier den Herrscher. Du bist hier ganz klar in dieser aktiven Position. Du bist definitiv derjenige, der bei der ganzen Nummer die Kontrolle hat und gibt und gibt und gibt. Hier kommt wahrscheinlich wenig zurück, aber das, was zurückkommt, reicht dir scheinbar auch. Das muss ich jetzt mal sagen. In der unterbewussten Position haben wir hier aber eigentlich muss eine Entscheidung her. Wir haben mit der Hohen Priesterin eine Karte, die so eine Ja-Nein-Stimmung anzeigt, beziehungsweise die aber auch so spirituellen Rat geben könnte. Sie steht auch sehr gerne für das Unterbewusste und wir haben, diese Kartenposition ist das Unterbewusste im keltischen Kreuz. Das heißt, hier muss irgendwie Rat her, hier muss irgendwie vielleicht auch eine gedankliche Veränderung her, würde ich jetzt mal fast sagen. Ne? Die Hohe Priesterin macht sich sehr gute und sehr ausführliche Gedanken. Sie ist schon fast so ein bisschen eine Philosophin, gleichzeitig aber auch so eine spirituelle Frau. Nicht im kirchlichen Sinne, aber ich würde schon fast sagen, so ein bisschen Voodoo-Priesterin. Also sie ist schon sehr schlau, sie ist sehr bewandert, sie hat viel Menschenkenntnis, aber sie macht sich halt auch, wie gesagt, sehr starke Gedanken und ist auch so ein bisschen so ein Ratspender. Scheinbar ist hier Rat gebraucht. In der Vergangenheit gab es Nachrichten und in der Zukunft wird dieser Mensch nicht unbedingt mehr machen. Okay, ich weiß nicht, was für Nachrichten das sind. Ob, das kann auch manchmal ein Kennenlernen sein. Ich habe jemanden kennengelernt und der ist jetzt mein König der Kelche, den ich jetzt umschwirre und betöre und dem den Hof mache und dem hinterherrenne, ne? Sowas in der Art. Dann wäre das hier das Kennenlernen, ne? Du bist, wie gesagt, in dieser aktiven Position. Ich lege die mal so hin, dass wir den König der Kelche noch ein bisschen im Blick haben. Ich bin in einer aktiven Position. Ich glaube, ich habe die Kontrolle, aber in Wirklichkeit sollte ich mir Rat einholen. So, das ist so ein bisschen das, so die Zusammenfassung von diesen Karten. Jetzt haben wir hier mit den sieben Münzen haben wir eine Karte, wo dann plötzlich irgendjemand sagt so, oh, halt, stopp. Ich habe jetzt so viel Mühe und so viel Arbeit und so viel in den König der Kelche investiert. Jetzt möchte ich mal gucken, ob bei dem auch was zurückkommt. Ich stelle jetzt alle meine Bemühungen mal ein und warte ab. Das Ding ist, es wird aber nichts kommen.
Das ist so ein bisschen das Ding. Du wartest, dass deine Bemühungen Früchte tragen, dass der jetzt geschnallt hat, dass du ihn magst. Vielleicht hat er das auch, aber er wird sich wahrscheinlich nicht dazu bequemen, es dir zu sagen. Hier ist ganz wenig Aktivität drin. Hier ist so eine sehr abwartende Haltung drin. Gucken wir mal auf die Einstellung auf Nummer 1 und 2. Und das ist eher so eine fast ohnmächtige Stimmung. So, ich habe jetzt alles getan, was ich konnte. Mehr ist mir nicht möglich. Ich habe wirklich alles Menschenmögliche getan und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich weiter noch tun soll, um König der Kelche für mich zu begeistern oder ihm irgendwie zu helfen. Auch das wäre eine mögliche Geschichte, dass du da einfach jemanden kennengelernt hast, bei dem du ganz stark das Gefühl hattest, okay, der braucht Unterstützung, der braucht Hilfe. Ich bin immer für den da. Ich habe ein offenes Ohr für den. Der ist jemand, der vielleicht auch psychische Probleme hat und den ich gerne unterstützen möchte. Er liegt mir wahnsinnig am Herzen und es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass er leidet. Aber in dieser Karte ist so dieses, jetzt bin ich auch am Ende meiner Kräfte. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich tun soll. Es ist alles getan, was mir mit meiner begrenzten Möglichkeit möglich war. So, Umfeld. Wieso haben wir denn da die Liebenden? Ja, es kann sein, dass da, also das ist eine schwierige Kombi, weil das ist so eine sehr, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten und ich habe da jetzt auch gerade keine, also der Rest der Legung war relativ klar, aber bei den Liebenden bin ich mir jetzt gerade extrem unsicher. Es kann sein, dass das Umfeld euch als Liebende schon sieht, dass er vielleicht einfach nur ein bisschen passiv ist, ein bisschen mundfaul, nicht so gerne redet. Oder es kann auch sein, dass hier auch, das sind manchmal so Standpunkte, das sind so Dualitäten im Leben, ne? Mann und Frau als Dualität, verschiedene Standpunkte, wir sind unterschiedlich, ne? Dass die einfach auch sehen, diese Unterschiedlichkeiten bei euch, ne? Ja, das kann sein. So, jetzt gucke ich mal auf die Hoffnungen und Ängste. Okay, ich glaube, da geht es eher um Hoffnungen, weil hier wäre, das ist eine ganz typische Karte von, da kommt jetzt was zurück. Er macht jetzt nicht viel, er ist jetzt nicht plötzlich der überschwängliche, liebevolle Partner, den ich mir erwünsche oder erhoffe, aber da kommt plötzlich was zurück, ne? Da ist wirklich, da kommt vielleicht drückt er dir wortlos eine Blume in die Hand und du weißt, ah, alles klar, das ist jetzt irgendwie ein Impuls gewesen von ihm. Das ist ein Zeichen, dass das, was ich getan habe, irgendwie geschätzt wird und dass auch er Gefühle für mich hat. Ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, es geht hier zwar um den König der Kelche, aber es kann auch ein guter Bekannter sein oder ein Arbeitskollege oder die beste Freundin. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen schwierig zu erörtern in dieser Legung. So. Jetzt haben wir mit der langfristigen Zukunft haben wir hier eine sehr interessante Kombi. Langfristige Zukunft. Da werden Gedanken nötig sein. Also da werden tatsächlich dieses, im Moment bei der nahen Zukunft wartest du, ob was von ihm kommt. Und in der langfristigen Zukunft wirst du dir über die ganze Nummer sehr ernste und tiefe Gedanken machen müssen und du wirst auch deinen weiteren Umgang mit König der Kelche hinterfragen müssen und schauen, wo geht da der Weg hin und haben wir da überhaupt einen gemeinsamen Weg. Mit dem Ritter der Stäbe haben wir hier tatsächlich eine komplett andere Energie als mit dem König der Kelche. Er ist sehr zurückhaltend, er lässt sich gerne bitten, ihn muss man manchmal ein bisschen anstupsen. Und mit dem Ritter der Stäbe kommt jetzt aber eine Energie, bei der du schon fast ein bisschen wütend bist und ihn vielleicht auch auf den Pott setzt und sagst, ich brauche jetzt mal eine Antwort. Warum bist du so inaktiv? Warum machst du nichts? Warum reagierst du nicht ordentlich auf mich? Jetzt bitte gib mir irgendeine Reaktion, weil ich brauche jetzt irgendetwas von dir. Es kann nicht sein, dass du immer nur schweigst, ne? So. Und das wirkt hier so ein bisschen wütend und auch so ein bisschen gehetzt. Und es kann sein, dass hier auch durch diese Wut ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Aber wie gesagt, das ist auch mit diesen Gedanken und dieser ganzen Vorgeschichte, die ich hier auf dem Tisch habe, oder diese Geschichte, die sich hier im Mai entwickelt, ist das natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass jetzt hier jemand auch wütend ist und merkt, es kommt und kommt und kommt nichts zurück. So, ich möchte nochmal ganz kurz auf die Liebenden zurück und das ist so eine ganz schwierige Geschichte. Es kann sein, dass hier auch einfach, ich habe vor meinem inneren Auge irgendwie so wie du bist Single
Und deine ganzen anderen Freunde sind alle in einer Partnerschaft. Ihr versteht euch alle super. Du magst auch die Partner von deinen besten Freundinnen oder umgekehrt und sowas alles. Das ist kein Thema. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du stehst alleine und der Rest hat irgendwie jeder schon einen Partner. Und irgendwie beeinflusst dich das vielleicht auch ein bisschen. Weiß ich nicht. Also das ist nochmal ein Gedanke, den ich loswerden wollte zu dieser Karte, die mir jetzt gerade so ein bisschen unklar war. So, Widder, ich glaube, das war jetzt auch lang genug und ausführlich genug. Ich hoffe, du kannst mit der Legung was anfangen. Wenn es noch Unklarheiten gibt oder Fragen, schreibt sie mir bitte, bitte in die Kommentare und ich versuche zeitnah zu antworten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.